Der Bogen wird jetzt praktisch so ein bisschen gespannt in die Person rein, also zur Psychologie der Menschen, die, sage ich jetzt mal, dazu tendieren, an Verschwörungen zu glauben. Anfangen möchte ich mit einer kleinen Übung. Das sind jetzt hier Bilder aus, glaube ich, einer der ersten Hygienedemos, die so stattgefunden haben. Und Sie können diese Plakate und Poster mal kurz anschauen und überlegen, was jetzt für Sie da eine Verschwörungstheorie schon ist, was vielleicht eher erstmal noch Empörung ausdrückt. Also zum Beispiel solche Plakate wie eigene Impfentscheidung gleich Selbstbestimmung plus Freiheit plus Würde, dann Politiker in Häftlingskleidung mit einem Schuldigstempel, Öffnung, Diskussion, Orgien oder auch ich meine, Bill Gates tötet durch das Impfen, 5G tötet durch harte technische Mikrowellenstrahlung. Ja, das werden Sie jetzt merken, das ist vielleicht trotz auch den ersten beiden Vorträgen im Einzelfall nicht so ganz leicht schon zu bestimmen, ist das jetzt eine Verschwörungstheorie oder nicht. Und es ist tatsächlich auch so, dass die unterschiedlichen Fachbereiche, glaube ich, auch leicht unterschiedliche Definitionen, Arbeitsdefinitionen davon haben, was Verschwörungstheorien eigentlich sind. Deswegen hier die Definition aus der Psychologie oder der Sozialpsychologie. Das wäre nämlich, also wir verstehen unter Verschwörungstheorien meist alternative Erklärungen für wichtige Ereignisse, die geheime Komplotts durch mächtige und böswillige Gruppen enthält. Also praktisch der wichtige zentrale Punkt oder die wichtigen zentralen Punkte sind eben, dass es praktisch so eine mächtige Gruppe gibt, die bereit ist, diese Macht auf eine böswillige Art und Weise gegen ihre Untertanen oder gegen die Menschen einzusetzen, über die sie Macht hält und eben zu ihrem eigenen Nutzen diese Macht einsetzen möchte. Sie merken vielleicht schon, da sind jetzt in dieser Definition sind bestimmte Dinge nicht enthalten und die sind auch absichtlich nicht enthalten. Das heißt, erstens kommt hier nicht vor, dass Verschwörungstheorien falsch sind, weil, wie wir wissen, es gibt einzelne Verschwörungstheorien, die sich tatsächlich als wahr herausgestellt haben. Das sind nicht besonders viele, aber eben zum Beispiel diese Idee von der totalen Überwachung, die ja sich in der NSA bestätigt hat. Aber genau, also da kann man auch schön drüber diskutieren. Ich bin der Meinung, das hat nichts miteinander zu tun. Also wenn man alle Verschwörungstheorien einmal aufstellt, dann wird bestimmt mal eine drunter sein, die auch stimmt. Das hat nichts mit dem Aufdeckungsvermögen von Verschwörungstheoretikern zu tun. Genau, die zweite Sache, die nicht in der Definition enthalten ist, ist, dass Verschwörungstheorien selten sind oder dass wenige Menschen dran glauben. Und zur Veranschaulichung habe ich hier mal die neuesten Statistiken aus Österreich mitgebracht. Das ja, gibt es, glaube ich, auch wegen der Corona-Pandemie in immer mehr Ländern. Hier, das sind, glaube ich, die Daten von vor 2 Monaten oder so, aus dem Juni, 3 Monate. Und da kann man sehen, zum Beispiel für Verschwörungstheorien, die nichts mit der Pandemie zu tun haben, da glauben zum Beispiel 10% der Österreicher, dass George Soros heimlich die Einwanderung in die EU finanziert. 11% glauben, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist. Und 16% glauben, dass es an die sogenannte neue Weltordnung. Ja, und auch die Zahlen sind ja, sehr ähnlich für Corona-Verschwörungstheorien. Also so glauben zwar nur ungefähr 3% daran, dass es einen Zusammenhang zwischen Corona und 5G gibt, aber dann wieder ungefähr 12%, dass Bill Gates Menschheit zwangsimpfen will und 15, dass das Coronavirus eine chinesische Biowaffe ist. Die, normalerweise präsentiere ich die Zahlen für Deutschland und die sind praktisch identisch. Also da gibt es so 1-2% immer Unterschied bei den verschiedenen Theorien, aber da kann man schon sehen, die Zahlen sind relativ stabil. Da kann man annehmen, dass ungefähr jeder Zehnte, also so 10-15% der Menschen solchen Theorien anhängen können. Ja, eine kurze kleine Gliederung. Wir gucken uns erstmal Verschwörungsdenken aus psychologischer Sicht an, als eine spezifische Weltsicht, als Vorurteil gegenüber Mächtigen und auch als möglicherweise Art der Bedürfnisbefriedigung und gehen dann über dazu, uns die Verschwörungsgläubigen selbst ein bisschen genauer anzugucken. Es ist natürlich klar, dass es nicht so eine klare Kategorie ist, sondern Leute glauben eher mehr oder eher weniger dran. Es gibt nicht die Verschwörungsgläubigen und die Ungläubigen. Und da gucken wir uns so ein paar, sag ich mal,
Stereotype an, die man über Verschwörungsgläubige so haben kann, nämlich sind Verschwörungsgläubige verrückt, sind sie im Gegenteil eigentlich ganz normal oder sind sie drittens irgendwie dumm, umgangssprachlich für haben die eine niedrigere Intelligenz als der Rest der Menschen. Und daraus versuche ich am Ende dann so auf ein, zwei Folien ein paar Motive herauszustellen und auch Ableitungen für den Umgang mit Verschwörungsgläubigen. Ja, wer A glaubt, glaubt auch eher B. Wie wir ja eben auch schon schön gehört haben, Sie werden hier immer wieder Dinge hören, die Ihnen bekannt vorkommen und die ich einfach anders nennen werde. Das hier sind praktisch die konkurrierenden Warnsysteme von eben. Also man kann zu einem Ereignis gibt es oft ganz viele unterschiedliche Verschwörungstheorien. Und die sind nicht nur unterschiedlich, zum Beispiel hier zum Tod von Prinzessin Diana gibt es zum Beispiel die Theorie, dass sie vom britischen Geheimdienst getötet wurde. Und es gibt auch die Theorie, dass sie von einem Konkurrenten ihres Liebhabers getötet wurde. Sondern es gibt auch Theorien, die eben den anderen ganz klar widersprechen. Nämlich hier zum Beispiel Prinzessin Diana, dass sie eigentlich ihren Tod nur vorgetäuscht hätte. Und hier kann man schon sehen, das geht besonders gut mit Verschwörungstheorien zu Personen, die gestorben sind oder eben auch nicht, weil da kann nur eins stimmen. Also Prinzessin Diana ist entweder tot oder lebendig, es kann nicht beides gleichzeitig sein. Und was aber Kollegen von mir gemacht haben, die haben untersucht, wie dieser Glaube an die unterschiedlichen möglichen Verschwörungstheorien miteinander zusammenhängt. Was sie herausgefunden haben, war, dass dieser Glaube überlappt. Also ich habe das versucht, in diesen Kreisen so ein bisschen darzustellen. Es ist so, dass wenn Menschen, die angeben, dass sie glauben, dass Lady Di vom britischen Geheimdienst getötet wurden, dann geben die auch an, dass sie schon auch eher daran glauben, dass sie auch von einem Konkurrenten ihres Liebhabers getötet wurden. Und tatsächlich glauben die auch eher ein bisschen mehr daran, dass Prinzessin Diana eigentlich noch gar nicht gestorben ist. Und das haben wir ja eben gehört, das kann eigentlich gar nicht sein. Also warum ist es so, dass Menschen an sich widersprechende Dinge oder in diesem Fall eben Verschwörungstheorien glauben können? Und dazu gibt es unterschiedliche Ideen. Eine Idee ist, dass Verschwörungsdenken eigentlich, dass dem so eine generalisierte Einstellung zugrunde liegt. Also dass Verschwörungsdenken eigentlich ein Vorurteil gegenüber Mächtigen. Vorurteil kurz erklärt, weil das gibt es auch praktisch in der Allgemeinbevölkerung als Wort, das verwendet wird. Wir in der Psychologie beziehen uns da spezifisch auf eine Bewertung. Also in dem Fall die übereilte Bewertung einer Person aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit. Also wir finden eine Person schlecht, weil sie, weiß ich nicht, weil wir wissen, die Person ist Lehrer und wir finden Lehrer nicht gut. In dem Fall hier wird Macht kategorisch als bedrohlich erlebt von Menschen, die an Verschwörungen glauben. Und das bedeutet natürlich, wenn jemand Macht über mich hat und ich das als bedrohlich erlebe, dann muss ich diesen Menschen mit Misstrauen begegnen, weil die wollen mir ja Böses. Das heißt, für Verschwörungsdenkende, die begegnen jedem Mitglied einer Elite, einer sogenannten Elite, was auch immer die dafür halten, mit Misstrauen. Das ist vielleicht so das erste Paradigma oder die erste Idee, die man sich dazu merken kann, ist, dass Verschwörungsdenkende Macht immer mit Gefahr in Verbindung bringen oder gleichsetzen. Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir die Metaphern anschauen, die in Verschwörungstheorien oft vorkommen und die auch in dem Diskurs oft verwendet werden. Da hätten wir zum Beispiel die Krake, die ja auch in antisemitischen Karikaturen oft verwendet wurde. Dann die Marionette, wo praktisch die einzelne Person von oben fremdgesteuert wird und gar nicht selber handeln kann, aus eigenem Willen. Und dann am Ende auch die Schlafschafe. Ich glaube, das ist ein Bild, was in so Querdenkerforen auch ganz viel geteilt wurde jetzt im letzten Jahr. Ja, wir müssen uns da nicht auf die Metapher verlassen. Es gibt tatsächlich auch empirische, quantitative Untersuchungen, Forschung dazu. Und Kollegen von mir haben das folgendermaßen versucht herauszufinden.
Es gibt ja eine ganze Reihe von gruppenspezifischen Vorurteilen in der Bevölkerung. Also welche, die sich auch historisch oft herausgebildet haben. Also zum Beispiel Vorurteile gegenüber Sinti und Roma, gegenüber Muslimen, gegenüber Juden und aber auch zum Beispiel gegen Amerikaner und Kapitalismus. Und diese gruppenspezifischen Vorurteile unterscheiden sich darin, wie sehr von Menschen, die diese Vorurteile haben, den spezifischen Gruppen Macht zugeschrieben wird. Und die sind jetzt hier so sortiert. Also wenn man Menschen, die antiziganistische Einstellung haben, fragt, wie sehr denken sie denn, dass Sinti und Roma Macht haben, dann sagen die nicht so viel Macht. Und das Muslimen wird schon ein bisschen mehr Macht zugeschrieben. Juden wird wieder ein bisschen mehr Macht zugeschrieben. Das ist ein ganz zentrales Element von Antisemitismus, dass antisemitische Einstellungen immer enthalten, dass sie mächtig sein sollen oder sind. Und dann eben noch mehr Macht wird Amerikaner zugeschrieben und dann noch mehr Macht wird Kapitalismus zugeschrieben oder Kapitalisten. Das muss, wie gesagt, es muss gar nicht unbedingt damit zusammenhängen, wie viel Macht diese Gruppen tatsächlich haben. Das ist eine reine interne Zuschreibung. So, und was meine Kollegen jetzt gedacht haben, war, naja, wenn wir jetzt messen, wie sehr die Leute diese gruppenspezifischen Vorurteile haben und wie sehr die Leute an Verschwörungen glauben oder praktisch diese Neigung haben, an Verschwörungen zu glauben, dann sollten diese beiden Einstellungen so zusammenhängen, wie auch diese Machtzuschreibung funktioniert. Das heißt, verschwörungstheoretische Leute sollten eher, oder Verschwörungstheoretiker sollten eher wenig, oder das sollte nichts damit zu tun haben, ob die jetzt was gegen Sinti und Roma haben, aber schon einiges damit zu tun haben, ob die jetzt gegen Kapitalismus sind oder nicht. Und mehr oder weniger genau das hat sich gefunden. Das heißt, wie sehr die Leute an Verschwörungen glauben, hat nichts damit zu tun, wie sehr sie Sinti und Roma da Vorurteile gegenüber diesen Gruppen haben, hat auch nichts mit Muslimfeindlichkeit zu tun, aber Menschen, die an Verschwörung glauben, haben eben auch leicht erhöhte Antisemitismuswerte, die antisemitische Einstellung. Und genau das gleiche auch mit den anderen beiden Gruppen. Menschen, die eher an Verschwörung glauben, haben auch eher anti-amerikanistische Einstellungen und antikapitalistische Einstellungen. Ja, das war jetzt sozusagen der erste Block, eine kurze Einführung und jetzt die versprochenen drei Punkte dazu, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Es gibt diese Idee, dass es wird auch immer wieder rezipiert in Nachrichten und so weiter, in Konversationen darüber, warum diese oder jenige Person irgendwie an Verschwörungen glaubt und die ganzen krassen Verschwörungstheorien, wo man dann irgendwann denkt oder wo Leute dann denken, okay, mit denen stimmt irgendwas nicht, die sind psychisch irgendwie eingeschränkt. Und eine konkrete Idee dazu ist, dass Verschwörungsdenken, also dass Leute denken, dass Verschwörungsdenken irgendwie was mit einer klinischen Paranoia zu tun haben, also einem klinischen Verfolgungswahn. Und wenn man sich das so überlegt, könnte das ja auch irgendwie zusammenpassen. Das heißt, auf die Frage, fühlen Sie sich verfolgt, würden wahrscheinlich sowohl Verschwörungstheoretiker als auch Menschen mit Paranoia sagen, ja. Und deswegen ist aber, das heißt ja noch nicht gleich, dass es dasselbe Konstrukt ist, dass es dasselbe Konzept ist. Und deswegen ist es so ein bisschen schwierig zu messen. Und was meine Kollegen darum gemacht haben, war zu sagen, naja, wenn Paranoia und Verschwörungsdenken wirklich dasselbe ist, dann sollten die beiden Eigenschaften oder die beiden Einstellungen gleich dann mit Drittvariablen zusammenhängen. Also dann sollte sich praktisch in diesen Kreisen jetzt das gleiche Muster oben und unten zeigen. Die erste Eigenschaft, eine der Eigenschaften, die mich angeguckt haben, war Neurotizismus. Das ist so eine Art Ängstlichkeit, eine Persönlichkeitseigenschaft. Und da können wir sehen, dass paranoide Menschen auch sehr hohe Neurotizismuswerte haben. Relativ normal ist, mit einer psychischen Erkrankung ist es oft der Fall. Wohingegen Leute, die an Verschwörung glauben, keine erhöhten Neurotizismuswerte haben. Umgekehrt ist es mit Schuldzuweisung. Menschen, die unter Paranoia leiden, die haben nicht eine spezifische Elite oder eine spezifische Person oder Personengruppe im Kopf, denen sie die Schuld an ihrer Verfolgung zuweisen. Wohingegen Verschwörungsgläubige das ganz genau wissen, wem sie die Schuld geben an dieser Serie.
Und dann haben wir noch den politischen Aktivismus. Menschen, die unter Paranoia leiden, gehen eher weniger auf die Straße oder beteiligen sich eher weniger an politischen Aktivismusaktionen. Das ist auch ganz normal für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die sind einfach mehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Wohingegen Menschen, die an Verschwörung glauben, tatsächlich auch mehr politische Aktivitäten nachgehen. Also tatsächlich auch eher welche, die nicht so normativ, nicht so angesehen sind. Also eben zum Beispiel auf die Straße zu gehen, obwohl das eigentlich pandemisch keine gute Idee ist. Oder eben auch Hassmails schreiben und so weiter. Das passt hier ganz gut rein. Genau, also was wir festhalten können, ist, dass Verschwörungsdenken nicht mit psychischen Erkrankungen irgendwie was zu tun hat. Also paranoide Menschen glauben, dass praktisch jeder ihnen persönlich schaden will, und Verschwörungsgläubige glauben, dass es praktisch eine ganz spezifische kleine Gruppe der Mächtigen gibt, die praktisch jedem anderen schaden will. Und sie sehen sich praktisch als Verteidiger dieser aller Menschen. Ja, dann könnte man sagen, okay, vielleicht ist das Gegenteil der Fall. Wenn schon nicht alle verrückt sind, dann sind sie vielleicht alle wie wir. Und wenn man dieser Fährte folgt, kommt man in der Psychologie in den Bereich der Wahrnehmungsverzerrungen. Also praktisch, was wir ja eben auch schon ein bisschen kurz gehört haben, die Welt, wie wir sie im Kopf haben, muss erst durch unsere Wahrnehmung durch. Und diese Wahrnehmung, also unsere Wahrnehmung, hat einfach bestimmte Eigenschaften, die dazu führt, dass wir nicht eins zu eins objektiv sehen können, was passiert, und das so aufnehmen können. Und die Psychologie hat, weiß ich nicht, Dutzende, Hunderte von einzelnen Wahrnehmungsverzerrungen identifiziert, von denen ich jetzt einfach mal zwei mitgebracht habe, die hier ganz gut reinpassen. Zum einen gibt es die illusorische Korrelation. Illusorische Korrelation bedeutet, dass ein gemeinsames Auftreten von zwei auffälligen Eigenschaften oder Ereignissen fälschlicherweise als Zusammenhang interpretiert werden. Ganz klassisch, wenn man sich vorstellt, dass man die Zeitung aufschlägt oder heutzutage aufruft und unterschiedliche Artikel liest, und ganz viele davon gehen natürlich über kriminelle Vorgänge, und ganz viele gehen auch über den Umgang oder die Aufnahme von Menschen mit Migrationshintergrund, spezifischen Problematiken. Und allein dieses gemeinsame Auftreten kann in unseren Köpfen schon dazu führen, dass das irgendwie als Zusammenhang interpretiert wird. Also dass bei uns nicht einfach abgespeichert wird, eher getrennt, in der Zeitung geht es sowohl um Kriminalität als auch um Menschen mit Migrationshintergrund, sondern nein, es gibt irgendeinen Zusammenhang. Und dann speichern wir das so ab, und dann kann man sich ganz gut vorstellen, wie daraus Verschwörungstheorien oder erstmal auch einfach falsche Repräsentationen entstehen können. Das zweite ist der Bestätigungsfehler. Es ist eigentlich eine ganz große Gruppe von unterschiedlichen Wahrnehmungsverzerrungen, und es umfasst die Neigungen, Informationen so auszuwählen, zu ermitteln und dann auch zu interpretieren, dass sie die eigenen Erwartungen erfüllen. Ja, die zwei Wahrnehmungsverzerrungen habe ich nicht umsonst ausgewählt, sondern das sind zwei Verzerrungen, für die sich auch in Studien gezeigt hat, dass Menschen, die an Verschwörungen glauben, denen ein ganz klein bisschen mehr verfallen als Menschen, die eher weniger an Verschwörungen glauben. Das heißt, hier könnte man sagen, ja, es gibt praktisch diese allgemeine, normale Wurzel von Verschwörungsglauben oder Wahrnehmungsverzerrungen, denen wir alle irgendwie erliegen, aber vielleicht sind Menschen, die zu Verschwörungsglauben neigen, da so ein bisschen eine Variation von Normalität, sag ich mal. Ja, zum dritten Punkt. Gibt es ein Problem mit der Intelligenz? Wie wir jetzt auch schon so ein bisschen gehört haben, es wird oft gesagt, dass Verschwörungstheorien vereinfachte Theorien über die Gesellschaft sind. Also zum Beispiel die Theorie der flachen Erde, eine dreidimensionale Kugel ist, sagen wir mal, komplizierter oder mehrdimensionaler auf jeden Fall als eine zweidimensionale Scheibe. Und
aus dieser Idee heraus ist auch die, die Idee entstanden, dass Verschwörungsgläubige kognitive Defizite haben. Weil sie die komplexe echte Welt nicht verstehen, müssen sie sich das irgendwie vereinfachen, damit sie es irgendwie verstehen, und dadurch entstehen Verschwörungstheorien. Wenn man sich allerdings anguckt, wie komplex solche Verschwörungstheoriekonstrukte aufgebaut sein können, wie viele Querverbindungen, auf wie vielen Ebenen es da so gibt, dann muss man sagen, vielleicht ist es mit der einfachen Verschwörungstheorie doch nicht so die richtige Fährte. Und das hat sich auch in empirischen Studien gezeigt. Es gibt, ich habe jetzt hier mal drei Datenpunkte, drei Studien mitgebracht. Es gibt keine Überlappung, keine Entsprechung zwischen Intelligenz und Verschwörungsdenken. Also Menschen, die weniger intelligent sind, glauben nicht mehr an Verschwörungen und auch nicht andersrum. Was sich aber allerdings gezeigt hat, ist, dass es durchaus einen kleinen, signifikanten Zusammenhang gibt zwischen Bildung und Verschwörungsglauben. Das heißt, Menschen, die ein bisschen weniger gebildet sind, neigen auch ein bisschen eher dazu, an Verschwörungen zu glauben. Das sind so immer ganz, ganz kleine Zusammenhänge, die man so in der wahren Welt gar nicht so wirklich merkt. Aber da gibt es diesen Zusammenhang, der natürlich trotzdem interessant ist. Und ja, andere Kollegen von mir haben sich gefragt, wie kann das denn sein, wenn es mit Intelligenz nichts zu tun hat, aber mit Bildung schon, was könnte dann eine Variable sein, die da irgendwie vermittelt? Und haben festgestellt, dass wenn man Kontrollverlust mitmisst und aus der Gleichung praktisch rausschneidet, dass dann der Zusammenhang zwischen Bildung und Verschwörungstheorie verschwindet. Ja, Kontrollverlust ist praktisch das Konstrukt, dass wir selber das Gefühl haben, dass wir nicht mehr so richtig Kontrolle über unser Leben haben, dass wir nicht mehr selber bestimmen können, was wir tun und was wir lassen, dass wir uns praktisch fremdbestimmt fühlen, das ist Kontrollverlust. Oder, wie wir heute auch schon gehört haben, Agency Panic. Das heißt, manchmal verstecken sich dieselben Ideen, manchmal vielleicht auch einfach in anderen Begriffen. Ja, Kontrollverlust. Das heißt, die Defizithypothese können wir ganz eindeutig ablehnen. Das hat wirklich nichts mit Intelligenz zu tun, Verschwörungsglauben. Aber vielleicht ist die Idee von Kontrollverlust gar keine schlechte Idee. Und daher kommt die Idee, dass vielleicht, wenn Menschen Dinge erleben, die für sie Kontrollverlustgefühle auslösen, also zum Beispiel, dass die Notre Dame brennt oder eben Terroranschläge, dass sie dann zu Verschwörungstheorien neigen, um diese Kontrollverlustgefühle auszugleichen. Erste Hinweise dafür findet sich in einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage der Mittelstudie in Deutschland, die gezeigt hat, dass es einen sehr, sehr kleinen Zusammenhang zwischen der Art des Arbeitsverhältnisses und Verschwörungsglauben gibt. Das heißt, Menschen, die keinen Arbeitsvertrag haben, glauben ein bisschen mehr an Verschwörungstheorien als Menschen mit befristeten Arbeitsvertrag, als Menschen mit unbefristeten Arbeitsverträgen. Es ist natürlich nur eine Beobachtung, so eine Art empirische Anekdote, aber es gibt dazu natürlich auch viel mehr Daten, die zeigen, dass dieser Zusammenhang zwischen Kontrollverlust und Verschwörungsglauben sehr, sehr stabil ist. Also, dass wenn Leute hohe Werte auf dem einen haben, haben sie auch hohe Werte auf dem anderen oder höhere Werte auf dem anderen. Mit der Richtung ist es allerdings ein bisschen schwierig. Es gibt ganz gute Evidenz dafür, dass Verschwörungsglauben mehr Kontrollverlust auslöst, was ganz interessant ist, weil das so eine Art Teufelskreis impliziert oder implizieren könnte. Wobei so ein bisschen schwierig aussieht mit der Datenlage, was den Einfluss von Kontrollverlust auf Verschwörungsglauben angeht. Also da gibt es Daten, die so ein bisschen in die eine Richtung gehen, ein bisschen in die andere Richtung gehen. Da ist einfach noch nicht so richtig gelungen, wahrscheinlich auch Kontrollverlust so zu manipulieren, dass der Effekt stark genug ist, um auf Verschwörungsglauben durchzustechen. Weil Menschen, die an Verschwörungen glauben, haben ja oft ganz krasse auch Lebensereignisse in ihrem Leben gehabt, die man vielleicht nicht in 10 Minuten im Labor nachstellen kann. Ja, ein kurzer letzter Punkt ist die instrumentelle Hypothese, nämlich die Idee, dass Menschen an Verschwörungen glauben, um sich einzigartig zu fühlen. Und wenn das der Fall ist, sollten Verschwörungsgläubige eher, wenn sie die Wahl haben, eher Menschen glauben, die in der Minderheit sich befinden, als Menschen, die sich in der Mehrheit befinden. Und ganz kurz die Zusammenfassung von dieser Studie. Es haben
weitere Kollegen von mir das untersucht und tatsächlich herausgefunden, dass Menschen, die eher weniger an Verschwörung glauben, die glauben eher der Mehrheit. Das ist auch eine Heuristik oder eine Daumenregel, die wir alle haben, dass wir im Zweifel, wenn wir gar nicht wissen, an was wir glauben sollen, dann folgen wir eher der Mehrheit. Aber Menschen, die eher an Verschwörung glauben, bei denen ist es andersrum, die glauben eher der Minderheit. Und die Idee ist eben, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass sie sich eben, dass sie dadurch ihr Einzigartigkeitsbedürfnis befriedigen können. Ja, ganz kurz, das finde ich immer ganz spannend, noch dazu zu sagen, im Rahmen dieser Studie wurde den Menschen weisgemacht, dass es eine Rauchmelderverschwörung gibt. Die wurde erfunden von meinen Kollegen und Kolleginnen. Und am Ende wurden die Menschen gefragt, naja, wie sehr glauben sie denn noch an die Rauchmelderverschwörung, jetzt wo wir ihnen gesagt haben, dass wir die erfunden haben. Und es zeigt sich, dass 75%, obwohl sie wussten, dass die Verschwörungstheorie erfunden war, immer noch irgendwie dran geglaubt haben oder zumindest nicht ganz davon überzeugt waren, dass es gar nicht stimmt. Da sieht man schon, dass es dass eine Gefahr von Verschwörungsglauben auch ist, dass es einfach sehr, sehr stabil ist. Ja, kurzes Fazit, was wissen wir zu Verschwörungsglauben? Es gibt so eine Art individuelle Tendenz in den Menschen, dazu an Verschwörungen zu glauben. Manche tun es eher weniger, manche tun es eher mehr. Die ist eng verknüpft mit einem generalisierten Misstrauen gegenüber Macht oder Institutionen, Menschen, die als wichtig wahrgenommen werden. Verschwörungsglauben hat nichts mit Intelligenz zu tun, aber es sieht so aus, als ob es durchaus was mit Kontrollerleben zu tun hat. Und es könnte eben sein, dass das subjektive Gefühl geringer Kontrolle eben anfällig macht, das auszugleichen damit, dass man Verschwörungen aufdeckt. Und auch das Bedürfnis nach Einzigartigkeit kann Verschwörungsglauben motivieren. Ja, zusammenfassen kann man, oder haben eben Kollegen von mir das, zusammenfassen die das in drei übergeordneten psychologischen Motiven von Verschwörungsglauben. Sie sagen, manche Verschwörungsgläubige wollen einfach ihr Bedürfnis nach Überleben erfüllen. Die haben das Gefühl, dass sie eben fremdbestimmt werden und deswegen versuchen sie diese Kontrolle zurückzuerlangen, unter anderem eben auch durch ein generalisiertes Misstrauen gegenüber allem, was irgendwie nach Macht riecht. Andere wollen vielleicht auch einfach nur ihr soziales Wohlbefinden sichern. Soziales Wohlbefinden ist ein Grundbedürfnis von allen Menschen. Und wenn wir uns einzigartig fühlen, und dann fühlen wir uns gut mit uns selber und mit anderen. Und Verschwörungsglauben produziert auch so einen sehr starken gemeinsamen Feind. Also wir gegen die da oben. Und das produziert ein sehr starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und da finden vielleicht Menschen, die einsam sind, die sich nicht aufgehoben fühlen, das zieht die vielleicht an, weil sie da eben soziale Aufnahmen finden. Und drittens kann es natürlich auch sein, dass manche Menschen einfach nur gar nicht diese ganzen psychologischen Kram irgendwie da ein Problem haben, sondern einfach nur verstehen und wissen wollen und dann eben zum Beispiel diesen kognitiven Daumenregeln, den Wahrnehmungsverzerrungen zum Opfer fallen und eben auch dem Glauben an Minderheits- und Laienmeinungen, was natürlich auch schwierig ist in Zeiten des Internets, wo man das eine vom anderen manchmal schlecht unterscheiden kann. Ja, kurz drei Punkte, wie man vielleicht entlang von diesen drei Motiven auch Ideen für den Umgang finden kann. Ich glaube, gerade in der Öffentlichkeit ist es wichtig, gesellschaftliche Werte und Normen offen zu vertreten, gerade eben auch, weil Verschwörungsglauben mit Populismus, mit Antisemitismus zusammenhängt, dass man eben, wenn man es schafft, auch Zivilcourage zeigt und so sozusagen diesem Narrativ des Überlebenskampfs gegen andere, vielleicht marginalisierte Gruppen entgegentreten. Was diese soziale Aufgehobenheit angeht, ist es, glaube ich, strukturell wichtig, auf soziale Sicherheit und Chancengleichheit zu wirken. Das ist eher ein politisches Thema und auch die soziale Mobilität erhöhen. Weil wenn ich nicht das Gefühl habe, aus meiner sozialen Gruppe, aus meinem Statusgruppe aussteigen zu können, hoch aufsteigen zu können, dann suche ich mir vielleicht was anderes. Genau, weil das fördert eben Kontrollerleben und befriedigt auch das Einzigartigkeitsbedürfnis. Wissen ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Ich denke, da ist es wichtig, auch in der Bildung einen größeren Schwerpunkt drauf zu legen, die Leute auszubilden, die digitale Informationssuche richtig zu machen, Quellen bewerten zu lernen, auch online.
Und natürlich nicht zuletzt auch die öffentliche Kommunikation über Politik und Wissenschaft, die jetzt ja schon im letzten Jahr, würde ich sagen, Fortschritte gemacht hat, wo man auch viel ausprobiert hat, was manchmal gut war, manchmal nicht so gut, aber ich denke, auf dem Weg sollte man weitergehen. Ja, das ist die Literatur und vielen Dank. Ich hoffe, ich habe Zeit für ein paar Fragen gelassen. Mich würde es jetzt reizen, was zu diesem Schema der gruppenbezogenen Vorurteile etwas zu sagen, wo ich mit einigen Punkten nichts anfangen kann, also auch mit diesem Zusammenhang Antisemitismus beispielsweise und Verschwörungstheorien, der jetzt da nicht gegeben ist in der Darstellung. Also für mich ist jeder Antisemit jemand, der einer Verschwörungstheorie anhängt. Aber das nicht, den Punkt möchte ich nicht machen. Der eigentliche Punkt, der vielleicht für uns besonders interessant ist, ist dieser Zusammenhang von Bildung und Verschwörungstheorien oder Ideologien. Und da würde es mich einfach interessieren, ob es da mehr gibt dazu. Ich glaube nämlich, dass es natürlich stark auf die Frage ankommt, welche Bildung. Also es gibt Studien, gerade aus Österreich, von Professor Radkolb, der Zusammenhänge zwischen Bewusstsein über NS-Geschichtsbewusstsein und autoritären Einstellungen sehr gut nachweisen kann. Und es wäre spannend, ob es da im Zusammenhang mit Verschwörungsideologien oder Theorien auch Ähnliches gibt, also ähnliche Studien. Ja, zur Bildung. Leider fällt das so ein bisschen aus meinem Bereich raus. Also ich kenne jetzt noch keine Bildungsstudien, die sich angucken, inwiefern vielleicht bestimmte Arten von Bildung oder so Auswirkungen haben auf Verschwörungsglauben später dann. Gerade in der Psychologie ist Verschwörungsglauben auch ein sehr neues Thema. Also ich glaube, so richtig erforscht wird das erst seit 15 Jahren, 20 Jahren vielleicht Maximum. Und ich glaube, die groß angelegten Studien, ne, die jetzt über die angesprochenen 10 Minuten im Labor hinausgehen, war jetzt einfach noch nicht so richtig die Zeit für. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt gerade auch Anträge am Laufen sind, weil es eben auch mehr Geld dafür gibt, solche groß angelegten Studien durchzuführen. Wie gesagt, also bisher weiß, glaube ich, leider noch nicht, dass es eine große empirische Grundlage dafür gibt. Genau, aber spannend ist auf jeden Fall. Ja, zu dem Zusammenhang von Antisemitismus und Verschwörungsdenken, das ist ein guter Punkt. Ich meine, den Zusammenhang, den ich jetzt da gezeigt habe, das ist eine Korrelation von Punkt 2, das hat natürlich noch ganz andere Randbedingungen. Also das waren jetzt praktisch eine Fragebögen mit 10 Fragen jeweils und wie sehr sozusagen die Antwort weiterrutscht, wenn die andere Antwort weiterrutscht. Das ist praktisch die Korrelation von den beiden Maßen. Wie das sozusagen strukturell zusammenhängt, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Frage. Also genau, also die antisemitische Verschwörungstheorien sind ja wahrscheinlich auch die Grundlage von Antisemitismus an sich. Das heißt, ich gebe Ihnen da, glaube ich, qualitativ auf jeden Fall recht, dass sozusagen in die eine Richtung der Zusammenhang vielleicht sogar noch stärker ist.